diesem Video geht es um den Medium-Koeli im Zeichen des Skorpions, also dem Midheaven, das ist der MC in deinem Horoskop. Also nicht Sternzeichen oder Aszendent, sondern wirklich dein Medium-Koeli. Wenn du nicht weißt, was das ist, was ich davon, wie ich das interpretiere, schau dir bitte gerne erstmal mein Intro-Video dazu an, was ich mal gemacht habe, weil da erkläre ich grundsätzlich das Prinzip des Medium-Koelis, weil das ist ein bisschen sowas, dein höchstes Bestreben im Leben, deine öffentliche Person. Aber ganz wichtig dafür ist es auch eben zu verstehen, woher du kommst und warum du vielleicht diese Dinge überhaupt im Leben anstrebst. Und deswegen schaut man sich auch den Immunkoeli an. Und das ist bei dir im Zeichen des Stiers. Also grundsätzlich geht es hier in diesem Video genau um diese beiden. Und ich finde es auch immer wichtig, sich erstmal die Tierzeichen anzuschauen, um zu verstehen, was für Energien da überhaupt vorherrschen. Und der Stier und der Skorpion sind ein fixes Tierzeichen, also von der Qualität. Und auf dieser Achse bedeutet das grundsätzlich ja nicht so viel Flexibilität, aber vor allem auch sehr standhaft. Der Stier ist eigentlich ein Tierzeichen, was vor allem um sehr viel Sicherheit bemüht ist. Und das Gegenstück, die Opposition, das Geschwisterpärchen sozusagen, ist der Skorpion. Und der Skorpion ist eigentlich ein Tierzeichen, was vor allem geprägt ist von Unsicherheit auf mehreren Ebenen, also das Extremum auf der anderen Seite. Und überall, wo du Skorpion im Horoskop stehen hast, bedeutet das immer einen Lebensbereich, der vor allem sehr viel Transformation mit sich bringt, also sehr viel Wandel. Und das öftersmals auch durch Krisen. Warum das so ist, erkläre ich dir nämlich in diesem Video, also alles zur Reputation, Fähigkeiten, vielleicht auch welche möglichen Karrierewege du hast. Aber deswegen fange ich immer erst mit dem Immunkoeli an, im Zeichen des Stiers, weil der repräsentiert eigentlich so deine Wurzeln, das, wo du herkommst, worauf du später im Leben aufbaust, was dir vielleicht auch diese Motivation gibt, im Leben eben etwas anderes anzustreben. Und im Zeichen des Stiers ist das eigentlich etwas, was ganz, was von der allgemeinen Energie, das sind ja sehr allgemeine Videos, ein sehr wohlwollendes und liebes Zuhause indiziert. Weil das vierte Haus ist das, was der Immunkoeli markiert. Das ist dein Zuhause, deine Wurzeln, dein Unbewusstes, wo du herkommst, deine Familie, wie du zu Hause auch selber bist und wie du vielleicht auch aufgewachsen bist. Und wenn das im Zeichen des Stiers steht, ist das vierte Haus eigentlich das Natürliche, des Krebs, des Mond. Und der Mond im Stier ist ein erhöhtes Tierzeichen. Es fühlt sich unglaublich wohl dort. Also es kann sich sehr schön ausprägen, diese Energie. Und das heißt auch eben, wie ich gesagt hatte, dass es da grundsätzlich eher gute Erfahrungen gibt. Da gibt es natürlich Ausnahmen, vor allem wenn man sehr starke Planeten am IC hat. Ich glaube, dazu mache ich mal ein Video, damit das vielleicht mehr Tiefe für dich bekommt, wenn du es versuchst zu interpretieren. Aber so ganz allgemein möchte ich ja aber auch immer so ein bisschen auf mögliche Schwierigkeiten eingehen im Immunkoeli, weil das eigentlich so die sind, weshalb wir überhaupt eine Entwicklung im Leben anstreben. Also eine Veränderung, eine Evolution vor allem. Und deine möglichen Erfahrungen in deiner Kindheit waren eben die, dass du Eltern hattest, die dir sehr viel Sicherheit gegeben hatten, also ein sehr stabiles Zuhause, vor allem auf einer materiellen, physischen Ebene. Also der Stier ist doch sowas, wo deine Eltern vielleicht ja, vor allem auch in harten Zeiten, wirklich immer standhaft waren. Also versucht haben, alles unter Kontrolle zu haben und Sicherheit zu geben und sozusagen nicht klein beizugeben. Also das ist etwas, was du vor allem mitbekommen hast und auch bewunderst in deinen Eltern. Und vielleicht war dein Zuhause auch einfach immer, vielleicht gab es auch einfach viele Dinge, viele materielle Dinge. Also dein Haus war vielleicht voller schöne Dinge, weil deinen Eltern das einfach sehr, sehr wichtig war, dir ein physisches, gutes Fundament zu geben, also dir immer vor allem Essen zu geben, ein warmes Bett, Kleidung. Also diese Grundbedürfnisse, die vor allem auf sehr materieller, physischer Ebene sind, waren immer da. Und die geben ein gutes, sag ich mal, so ein gutes Wurzelchakra. Also es bilden gute Wurzeln für einen selbst, für die Entwicklung. Aber man entwickelt dadurch natürlich auch ein starkes Sicherheitsbedürfnis für diese materiellen Dinge. Also grundsätzlich herrscht dort vielleicht eine starke Konditionierung auf diesen physischen Dingen, die dir eben vor allem Sicherheit geben. Und das ist einfach etwas, was du mitnimmst aus deiner Kindheit. Physische Sicherheit wird vor allem durch Geld eigentlich gegeben in unserer Welt, weil mit Geld kann man einfach ja, sich Essen kaufen, sich ein Haus gönnen oder eine Wohnung bezahlen. Also das ist wirklich etwas, wo ich sage zum Beispiel,
Krebs im vierten Haus ist ein sehr emotionales Sicherheitsbedürfnis, also wirklich gar nicht unbedingt ortsgebunden, sondern gefühlsbetont. Und beim Stier ist es aber wirklich dieses Materielle, Physische, etwas, was dir einfach sehr wichtig ist und auch was dir etwas geben kann, wie zum Beispiel Genuss. Also Geld kann dir auch Genuss bringen, also Sinnlichkeit, das, wo du dann gutes Essen dir leisten kannst oder schöne Bettwäsche, also alles, womit man sich wohlfühlen kann eben auch. Und deswegen sind deine Wurzeln, also das ist das, was der Imumkoili auch darstellt, in dieser Entwicklung, also eines Baumes. Und deine Wurzeln, auf die du baust, sind eben ja, Sicherheit, aber auch die Sinnlichkeit und vor allem auch Stärke. Also das durch dieses fixes Erdzeichen im vierten Haus, das sind einfach deine Wurzeln, die hast du. Das heißt auch, sehr wahrscheinlich schätzt du einfach dieses Zuhause, was du hast und du tust dafür auch viel, um dieses Zuhause überhaupt haben zu können. Und das sind sehr starke Wurzeln, auf die man eben bauen kann, in die man später im Leben, so mit 20, 30, fängt man an, in die Öffentlichkeit zu treten und etwas anzustreben. Und bei dir ist es im Zeichen des Skorpions. Und die Idee ist eigentlich auch, dass du vor allem aufgrund deiner Erfahrungen deiner Kindheit und diesem hoffentlich stabilen Zuhause, was du auch hast, es anstrebst, in diesem Leben in der Öffentlichkeit jemand zu werden, der eine gewisse Stärke zeigen kann, aber durch eine andere Art und Weise. Und da kommen wir schon so wirklich auch auf das Tierzeichen selbst des Skorpions an. Und ich hatte es am Anfang angesprochen. Es gibt ja dieses gewisse Unsicherheitsthema. Und Unsicherheit, ja, aber auch Macht. Also das sind so Themen beim Skorpion, der ist eben sehr extrem teilweise. Und warum? Weil es ist ein fixes Tierzeichen, aber es ist ein Wasserzeichen. Und hier entsteht diese Stärke, die dem Skorpion zugeschrieben wird, oder auch diese Macht, die er hat, die entwickelt der Skorpion eigentlich eben durch schwere Zeiten und vor allem durch auch seine Verletzbarkeit. Weil der Skorpion ist ein Tierzeichen, was Intimität sucht, was Nähe sucht, was Verbindung sucht. Und das kann man eigentlich nur, indem man sich öffnet auf sehr intime 1:1 Art und Weise und sich verletzbar zeigt. Also die wahre Macht oder die wahre Stärke des Skorpions liegt in seiner Verletzbarkeit, also in seiner Seite, sich verletzbar zu zeigen. Und dann kommen wir zu diesem Ding, was mit dem Skorpion immer auch in Verbindung gesetzt wird, ist dieses Transformation und Transformation durch Trauma, durch Tod, das ist ja auch das, was ganz oft damit in Verbindung kommt, weil es ja diese Wiedergeburt auch irgendwo in sich trägt. Und er ist ein fixes Tierzeichen, also der Skorpion wird sich nicht ändern oder wird von seiner Meinung abkommen, wenn er nicht von außen dazu gezwungen wird. Also wenn äußere Umstände es so dramatisch, drastisch in ihm hervorrufen. Also auch dein möglicher Karriereweg kann eben durch solche Herausforderungen geprägt sein. Aber grundsätzlich erstmal so auf die Wahrnehmung, finde ich ganz wichtig einzugehen. Das ist dieses, was ich gesagt habe, also diese sehr starke Außenpräsenz, die kommt mit dem Skorpion am Midheaven, am höchsten Stand deiner Sonne, also zum Zeitpunkt deiner Geburt, kommt das so mit sich, wie andere Leute dich auch wahrnehmen. Und das ist eben genau das, als jemand, der vielleicht sehr stark ist. Also der Einfluss von deinem Medium Coeli ist Pluto in der neuen Astrologie, so wie ich ihn auch nutze, aber auch Mars. Und das sind zwei Planeten, die unglaublich kraftvoll sind, sehr männlich, sehr aggressiv vielleicht auch. Und das ist das, was Leute vielleicht von dir außen wahrnehmen können. Und das ist das, was dir sehr viel Respekt vor allem auch von anderen gibt. Also den Skorpion am Midheaven zu haben, ist wirklich eine sehr starke Ausstrahlung nach außen. Und der Midheaven ist ja aber so ein bisschen was anderes als dein Aszendent. Also dein Aszendent ist dieses 1:1, was andere auch von dir wahrnehmen und wie du in die Welt reingehst. Aber dein Medium Coeli ist wirklich dein öffentliches Bild, also das, was du nach außen hin zeigen möchtest, was du auch nach außen hin sein möchtest. Und eigentlich ist es beim Skorpion so, dass der nicht so krass in den Vordergrund geht und auch so ein bisschen dieses öffentliche Bild eben präsentiert. Einerseits eben vielleicht von Stärke, von Macht, aber andererseits auch dieses, wenn man sich so einen Social Media Account angucken würde, dann ist es der, der so mit dem Skorpion eigentlich
ja, vielleicht nur so tolle Bilder zeigt, also nur schöne Bilder zeigt. Bilder zeigt, wo er sehr sorgenlos ist. Also jemand, der immer alles unter Kontrolle hat. Also vielleicht auch nicht wirklich die tiefste Seite von sich selber zeigt, vor allem seine Verletzbarkeit. Also ich finde, das ist etwas, was auch ganz typisch sein kann vom Skorpion am Midheaven, dass man vor allem diese Tiefe, die man hat, gar nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilt, sondern dass man das vor allem sehr privat hält und eher im Hintergrund und wirklich nur eins zu eins und sich da eher versteckt. Also Skorpion ist auch etwas, was sich ja, eher so ein bisschen im Hintergrund aufhält. Und es gibt ja aber gewisse Fähigkeiten, die man auch zuschreiben kann, die du entwickelt hast aufgrund deiner Kindheit und dann im Midheaven mit dem Skorpion hast. Und der Skorpion ist einfach ein Tierzeichen, was sehr magnetisch ist. Es hat eine gewisse Ausstrahlung und das ist einerseits, ja, diese Einflüsse des Planeten Pluto, aber auch das Mars, also auch sehr, ja, ein sehr handlungsfreudiges Tier, sage ich mal, Tierzeichen, mit dem Mars als Herrscherplanet. Das heißt, individuell müsste man wirklich für deine Karriere nochmal gucken, wo stehen diese beiden Planeten, vor allem, ich sage ja Pluto, aber Mars würde dir auch noch ein bisschen mehr helfen. Mehr spezifisch für dich zu schauen, wo es für dich vielleicht hingehen sollte oder kann. Aber grundsätzlich, ja, eben das, deine Fähigkeiten mit dem Skorpion sind die deiner Ausstrahlung und der analytischen Fähigkeiten, die du hast. Die sind dir einfach gegeben, weil du jemand bist, der sehr gut ja, Leute lesen kann. Also du hast einen gewissen Einfluss auf Menschen, ohne dass sie es wirklich merken, weil du sehr vorausschauend bist. Also du kannst durch deine analytischen Fähigkeiten und deinen genauen Blick für Dinge, hast du gewisse menschliche Fähigkeiten, die du vor allem einsetzen kannst. Und das ist etwas, Achtung, immer beim Skorpion, etwas, was er nicht missbrauchen darf. Also dass er Menschen lesen kann, kann sich für deine Karriere sehr vorteilhaft natürlich ausdrücken, aber man kann es natürlich für den persönlichen Erfolg auch missbrauchen. Und mit jedem Tierzeichen am Medium Coeli kann man auch so ein gewisses Arbeitsumfeld initiieren. Also es ist natürlich auch von dem Rest des Horoskops abhängig. Aber grundsätzlich mit dem Skorpion bräuchtest du ein Arbeitsumfeld, wo du vor allem deine analytischen Fähigkeiten einsetzen kannst und deinen Blick und dieses, ja, Research. Also alles in diesem Bereich ist etwas, wo du ja investigativ arbeiten kannst und vor allem so eine gewisse Führungsqualität irgendwo auch hast. Also, aber in einem gesunden, also wo du deine Macht und deine Stärke einsetzen kannst, aber in einem gesunden Maß. Also wirklich in sowas wie einem Mentoring- oder Coaching-Bereich. Also schon etwas, wo du, ja, Leuten sozusagen an die Hand nehmen kannst mit deiner Expertise, die du hast. Skorpion ist auch schnell obsessiv, also es ist sehr fixiert auf das, was es möchte. Und Skorpion kann grundsätzlich auch schnell zum Burnout führen. Also wenn es im Bereich der Arbeit liegt, sind das wirklich sehr arbeitswütige Tierzeichen, sage ich mal. Also auch du brauchst vielleicht eine Arbeit, wo du komplett dein Herzblut reinfließen lassen kannst und wo du komplett in die Tiefe gehen kannst. Und das bringt mich auch immer schon zu so möglichen Berufen. Und beim Skorpion ist es ganz klar, dieses, ja, durch dieses Analytische, durch dieses Tiefes, alles unterhalb der Oberfläche. Das ist ja das, was der Skorpion anstrebt und wissen will. Also er kann keinen oberflächlichen Beruf machen, sondern er möchte ja vor allem auf diese persönliche Ebene gehen. Das heißt, im Haus deiner Karriere, in Berufen, ist es eigentlich am besten ein Beruf, wo du eins zu eins mit Leuten arbeiten kannst. Also es ist ganz klar, der Psychotherapeut, Heilberufe, wo du helfen kannst. Chirurg sind ja auch ganz klassisch, weil sie einfach mit höchster Präzision und Anstrengung ja, in Krisensituationen einfach den kühlen Kopf bewahren. Und ich hatte ja gesagt, wenn du Skorpion zum Beispiel, wo du ihn stehen hast, kommt eben stets Wandel. Das heißt, auch durch deine Arbeit erfährst du selber vielleicht selber eine Art von Transformation, die dich weiterbringt im Leben. Also vor allem gerade durch deinen Beruf und vielleicht durch die Herausforderungen, die du in deinem Beruf dann erlebst. Mit dem Skorpion bringt man ja auch alles in Verbindung mystische, okkultmäßige. Also klar, du könntest auch jemand werden, der ja sehr, sehr psychic wird, also grundsätzlich in diese Tiefe geht. Tarot, Astrologie, alles Mögliche in diesem Bereich. Oder aber, wie ich gesagt hatte, es gibt auch ein gewisses Machtbestreben, was mit dem Skorpion kommt. Und das wäre dann auch sowas wie Politik. Also wo man wirklich seinen Einfluss auf andere Leute ausüben kann, was sehr beneficial sein kann, also sehr hilfreich, förderlich für dich. Auf jeden Fall solche Berufe, denke ich, sind mit dem Midheaven im Skorpion
sehr passend. Und hast du jetzt aber das Gefühl, dass du gar nicht wirklich diese Kraft hast, diese Ziele zu verfolgen, also dein Mithaven, deinen höchsten Stand, deine Erfüllung anzustreben, dann sage ich ja auch immer, musst du zurück zu deinen Wurzeln kehren. Und deine Wurzeln, hatte ich ja gesagt, sind im Zeichen des Stiers. Also dir gibt vor allem die Sinnlichkeit und ja, die schönen Dinge im Leben, die einfachen Dinge im Leben, die geben dir wirklich Sicherheit und ein gutes Gefühl. Und das ist das, was du brauchst, um dich wohlzufühlen. Und ich finde, mit dem Skorpion oben am MC ist es ja auch wirklich, es kann sehr anstrengend sein, also musst du wieder zurückkommen und wirklich zu den Basics kommen und dir selber wieder ja, die schönen Dinge im Leben genießen. Also wirklich auf einen Spaziergang gehen, sich wieder mit einem, ja, mit deiner Umwelt verbunden fühlen, aber auf eine ganz einfache, subtile Art und Weise. Mit Essen, also mit gutem Essen, einem guten Bad, also vor allem Selbstfürsorge, wo du nicht in dieses, ja, ich muss jetzt was machen und ich muss jetzt 1000 Stunden arbeiten, sondern wirklich zu dir zurückkommst und sagst, ich muss meine Mitte in mir selber finden und ich brauche dafür nicht viel. Und dann kannst du eben auch wieder raus in die Welt gehen und wirklich vielleicht auch diese Verletzbarkeit anstreben. Und das ist nämlich das, was ich ja sage, das ist dieses ganze Skorpion-Thema immer wieder, dass dein höchstes Bestreben eigentlich mit dem Mid-Heaven im Skorpion ist es, deine Macht zu teilen. Klar, deine Macht irgendwo erfüllt zu sehen, also deine Macht vor allem eingesetzt zu haben, die du hast, diese Stärke. Aber ich finde, es geht hier um Transformation und das bedeutet vor allem, dass du die eigene Transformation durchmachen musst und vielleicht durch ja, Herausforderungen, die du erlebst, etwas Gutes machst. Also das ist das, wo man eigentlich aus den schlimmsten Dingen immer das Beste zieht und daraus stärker hervorgeht. Und das ist etwas, was du anderen Leuten zeigen kannst, was du anderen Leuten, ja, was du anderen Leuten mitgeben kannst. Und das ist nämlich das Schönste. Das ist nämlich dieses Macht selbst zu behalten, ist eigentlich, ja, keine wahre Stärke, weil man dann immer Angst hat, jemand könnte sie einem nehmen oder jemand anders könnte stärker sein. Aber wenn man seine Stärke mit anderen teilt, dann ist es eigentlich etwas, was ja, sehr erfüllend sein kann. Und das ist immer beim Skorpion oder grundsätzlich Pluto. Also es nicht für sich selbst zu benutzen, sondern für andere. Also das ist eigentlich so das, was ich finde, was der Medium Coeli anstrebt im Zeichen des Skorpions. Lass mich gerne wissen unten in den Kommentaren, was du denn selber anstrebst im Leben oder was du bereits arbeitest. Weil das kann man, finde ich, auch immer ganz gut sehen mit dem Mithaven. Manche Leute arbeiten wirklich schon in diesen Berufen, weil ja, vielleicht das ganze gesamte Horoskop ist auch unterstützt. Also, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast und wir sehen uns vielleicht beim anderen Video von mir.